Unterdessen sind bei allen die Wahlunterlagen angekommen. Jetzt geht es nur darum, um die richtig auszufüllen. Als erstes am besten den Stimmrechtsausweis unterschreiben, dass das sicher nicht vergessen geht. Dann das Büchlein mit allen Kandidaten nehmen. Und die, die die SVP-Liste unverändert nehmen, können den Stimmzettel rausnehmen, 01 SVP und so zurückschicken. Alle die, die mir zwei Stimmen geben wollen und mich doch sehr freuen, die müssen auf dieser Liste eine Kandidatin oder einen Kandidat von der SVP streichen, ob schon alles gute Personen sind, und dann nochmal entweder ganz unten oder irgendwo zwischendrin schreiben, 0104 Götti Michael. Es dürfen am Schluss aber nicht mehr als 12 nehmen auf dieser Liste sein, weil wir 12 Listenplätze haben. Die, die sich eine eigene Liste machen wollen, nehmen den leeren Stimmzettel, der zu unterscheiden ist, und schreiben bei der Listennummer 01 und bei der Bezeichnung SVP. Und nachher kommt die Kandidatennummer, da wäre für mich 01.04. Götti Michael. Und auf der zweiten Linie am liebsten nochmal 0104 Götti Michael. Dann ganz wichtig, den Zettel rausnehmen und nicht vergessen, wir haben auch noch Ständeratswahlen. Da ist ein eigener Stimmzettel, da das Kreuzchen bei der Esther Friedli. Dann die beiden ausgefüllten Zettel ins leere Kuvert rein tun. Ganz wichtig. Und dann zusammen mit dem unterschriebenen Stimmrechtsausweis ins Kuvert, wo alles angekommen ist, schauen, dass man es richtig drin hat, dass man wieder zurück auf die Gemeinde geht. Dann sieht das so aus und dann ab auf den nächsten Briefkasten oder gerade direkt ins Gemeindehaus.